Diese Taube wurde im Ersten Weltkrieg zum Helden. Bleibt dran, um zu erfahren, wie ein gewöhnlicher Vogel dies schaffte. Cher Amy war eine bemerkenswerte Brieftaube, die während des Ersten Weltkriegs eine entscheidende Rolle spielte und zu einer wahren Heldin wurde. Ihre Geschichte ist eng mit einem tragischen Ereignis verbunden, das sich während der Schlacht im Argonnerwald am 3. Oktober 1918 ereignete. In dieser verheerenden Schlacht war eine amerikanische Einheit von deutschen Truppen umzingelt und befand sich in einer äußerst prekären Lage. Sie waren von jeglicher Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten und hatten keine Möglichkeit, ihre Position oder ihren dringenden Bedarf an Verstärkung mitzuteilen. Die amerikanischen Soldaten hatten bereits mehrere verzweifelte Versuche unternommen, um Verstärkung anzufordern und ihre Lage zu melden, aber all ihre Bemühungen waren erfolglos geblieben. Inmitten des Chaos und der Verzweiflung ergriffen sie die letzte verbleibende Option, den Einsatz einer Brieftaube namens Cher Amy. Cher Amy war ein erfahrener Teil des Army Signal Corps Pigeon Service und hatte bereits in früheren Einsätzen bewiesen, dass sie eine zuverlässige und mutige Botschafterin sein konnte. Die Soldaten befestigten eine Botschaft, die die genaue Position der eingeschlossenen Einheit angab und dringend um Verstärkung und Schutz vor dem bevorstehenden Artillerieangriff der Deutschen bat an Cher Amys Bein an. Mit der Botschaft sicher befestigt, wurde Cher Amy in den Himmel entlassen. Doch die deutschen Truppen bemerkten schnell die fliegende Brieftaube und begannen auf sie zu schießen. Cher Amy wurde getroffen und schwer verwundet. Ein Auge wurde verletzt und ihre Brust von Kugeln durchbohrt. Doch trotz der Schmerzen und der Lebensgefahr gab Cher Amy nicht auf. Sie kämpfte sich durch den Kugelhagel und setzte ihren Flug fort, um die dringende Botschaft zu ihrem Ziel zu bringen. Mit erstaunlichem Mut und unglaublicher Ausdauer erreichte Cher Amy schließlich das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte. Erschöpft und schwer verletzt landete sie sicher und übergab die lebenswichtige Botschaft. Die Offiziere und Soldaten erkannten sofort die Dringlichkeit und Bedeutung der Nachricht und handelten unverzüglich. Das Artilleriefeuer wurde eingestellt und Verstärkungstruppen wurden mobilisiert, um die eingeschlossene Einheit zu retten. Die tapfere und selbstlose Tat von Cher Amy ermöglichte es den Amerikanern, ihre gefährdeten Kameraden rechtzeitig zu unterstützen und zu retten. Ohne die Botschaft der tapferen Taube wären die Soldaten möglicherweise einer verheerenden Niederlage und einem schrecklichen Schicksal ausgeliefert gewesen. Cher Amy wurde als Heldin gefeiert und als Symbol für Mut und Tapferkeit inmitten des Schreckens des Krieges verehrt. Nach dem Krieg erhielt Cher Amy in Anerkennung ihrer Tapferkeit das Croix de Guerre, eine renommierte militärische Auszeichnung in Frankreich. Die Taube wurde zu einer inspirierenden Figur und einem lebendigen Symbol des Mutes und der Hoffnung. In den Vereinigten Staaten wurde eine lebensgroße Statue von Cher Amy in Fort Monmouth in New Jersey errichtet, um ihre heldenhafte Tat zu ehren und ihre Geschichte für die Nachwelt festzuhalten. Im Ersten Weltkrieg spielten Tauben eine wichtige Rolle in der Kommunikation zwischen den Truppen. Zu dieser Zeit gab es noch keine fortschrittlichen Kommunikationstechnologien wie Funkgeräte oder Satellitenkommunikation, weshalb Tauben als zuverlässige Methode genutzt wurden, um Nachrichten zu übermitteln. Die Tauben wurden von beiden Seiten des Konflikts eingesetzt, sowohl von den Alliierten als auch von den Mittelmächten. Sie wurden als Brieftauben bezeichnet und speziell für militärische Zwecke gezüchtet. Diese Tauben hatten bestimmte Merkmale, die sie für den Einsatz im Krieg geeignet machten. Sie waren in der Lage, weite Entfernungen zurückzulegen, hatten einen starken Orientierungssinn und konnten schnell zu ihren Heimatschlägen zurückkehren. Die Tauben wurden in mobilen Taubenschlägen gehalten und von Soldaten betreut, die als Taubenführer bezeichnet wurden. Diese Soldaten waren für das Training der Tauben zuständig und begleiteten sie während ihrer Einsätze. Die Tauben wurden mit kleinen Behältern, sogenannten Taubenhüten, ausgestattet, in denen sie Nachrichten beförderten. Wenn eine Nachricht übermittelt werden musste, wurde die Taube mit der Nachricht an einen bestimmten Ort gebracht, welcher als Ausgangspunkt diente. Die Taube wurde dann freigelassen und flog zurück zu ihrem Taubenschlag. Die Soldaten, welche den Taubenschlag betreuten, konnten die Nachricht entnehmen und an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Tauben wurden für verschiedene Arten von Nachrichten eingesetzt. Sie wurden verwendet, um Informationen über Truppenbewegungen, feindliche Stellungen, Artilleriefeuer oder andere strategische Informationen zu übermitteln. Die Verwendung von Tauben hatte den Vorteil, dass sie eine zuverlässige Methode der Kommunikation darstellten, die unabhängig von technischen Störungen oder feindlichem Abhören war. Trotz der fortschreitenden technologischen Entwicklung im Ersten Weltkrieg blieben Tauben eine wichtige Kommunikationsmethode. In einigen Fällen waren Tauben die einzige Möglichkeit, um eine Nachricht über große Entfernungen zu übermitteln, insbesondere in abgelegenen oder umkämpften Gebieten. Die Verwendung von Tauben als Kommunikationsmittel im Ersten Weltkrieg verdeutlichte die Bedeutung dieser Vögel in der Kriegsführung und ihren Beitrag zur menschlichen Kommunikation in schwierigen Zeiten. Ihre Tapferkeit und Fähigkeit, wichtige Nachrichten sicher zu transportieren, haben ihnen einen besonderen Platz in der Geschichte des Krieges eingebracht. Die Geschichte von Cher Amy berührt die Herzen und Köpfe vieler Menschen bis heute. Sie erinnert uns daran, dass Tapferkeit und Opferbereitschaft nicht nur menschliche Eigenschaften sind, sondern auch in Tieren gefunden werden können. Cher Amys mutiger Einsatz als Brieftaube während des Ersten Weltkriegs symbolisiert den unbändigen Willen, welche sogar in den dunkelsten und gefährlichsten Zeiten vorhanden sein können. Ihre Geschichte wird als ein herausragendes Beispiel für den Einsatz von Tieren im Krieg und ihre wichtige Rolle bei der Rettung von Menschenleben in Erinnerung bleiben. YouTube denkt, dass dir das linke Video gefallen würde. Schau es dir an und lass mich wissen, ob sie recht hatten.